Ach, was wäre das schön gewesen, wenn wir alle für Ghost Recon Breakpoint ein Happy End verkünden könnten. Nachdem es schon in der Beta reichlich Kritik an Mikrotransaktionen, aufgesetzten Loot-Spiralen und generell einer verwässerten Ghost Recon-DNA gab, wäre es so cool, wenn Ubisoft das Ruder zum Release noch rumreißen würde. Doch dieses Happy End bleibt aus. Noch kein Ubisoft-Spiel wurde so sehr von Service-Game-Marotten torpediert wie Ghost Recon Breakpoint. Dass die vorhandenen tollen Ideen und Stärken des Spiels dabei völlig unter die Räder geraten, macht die ganze Angelegenheit noch tragischer. Auf dem Papier hat Ghost Recon Breakpoint einige Stärken, die es besser als Vorgänger Wildlands machen sollten und in einigen Fällen auch machen. Reden wir also erstmal über die schönen Dinge am Spiel. Die Ghost Recon Supersoldaten stecken diesmal mehr denn je in der Patsche, abgestürzt hinter feindlichen Linien, gejagt von feindlichen Spezialeinheiten, die eine ganze Insel in ihre Gewalt gebracht haben. Die Aufmachung des Spiels ist härter, gnadenloser und persönlicher als in Wildlands. Chile erledigt. Der Erzfeind des Spiels ist nämlich ein alter Freund, Ex-Ghost Recon-Soldat Cole D. Walker, verkörpert von Punisher-Schauspieler John Bernthal. Der macht übrigens einen echt guten Job und entfaltet deutlich mehr Story-Potenzial als der lahme Drogenboss El Sueño aus Wildlands. Hey, du weißt, dass sowas gar nicht geht. Pff, fick dich. Bist du jetzt weich oder was? Was ist legal, was nicht? Scheiße, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn das ein Profi gemacht hätte. Mit Auroa, einer Insel im Südpazifik, gibt's auch eine neue, diesmal fiktive Spielwelt, die sehr beeindruckende Landschaften inszeniert. In puncto Gameplay mag Ghost Recon Breakpoint an vielen Stellen enttäuschen, es ist aber kein durch und durch schlechtes Spiel. Denn in seinem Herzen schlagen noch immer dieselben Stärken, die Wildlands unter Fans so beliebt gemacht haben. Tief hinter feindlichen Linien können wir uns beim Befreien der Welt nicht auf militärische Überlegenheit verlassen, sondern müssen taktisch vorgehen. Entdecken wir eine Feindbasis in der Open World von Auroa, dann rattern zig mögliche Strategien durch unseren Kopf. Warten wir bis zum Einbruch der Nacht und schleichen uns klammheimlich mit einem Messer in der Hand an den Wachen vorbei. Oder machen wir es uns auf einem Berg in der Nähe bequem, um mit dem Scharfschützengewehr für Chancengleichheit zu sorgen. Solche Abwägungen gab es auch schon in Wildlands, Breakpoint gibt mir aber noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Ich kann jetzt Zäune auflöten, mich im Matsch vor Gegnern verbergen oder Leichen wegtragen, um ungesehen zu bleiben. Im Vier-Spieler-Koop erweitern sich diese Möglichkeiten durch Aufgabenteilung natürlich immens. Beispielsweise können die Kollegen direkt aus dem Auto ballern, während ich am Steuer hocke. In solchen Momenten ist Breakpoint ganz großes Kino, zumal ein griffiges Gunplay sowie knallige Waffensounds die Schießereien im Kern wirklich gut auf den Weg bringen. Auch die Open World kann sich sehen lassen. Durch die dichten Wälder zu streifen, über Stock und Stein zu hopsen, die Tierwelt zu beobachten, diese Outdoor-Atmosphäre bekommt Breakpoint künstlerisch wirklich gut hin. Ich schätze, die Ghosts haben Ghost Recon fährt also substanzielle Stärken auf, die versumpfen allerdings in einem Wust aus Loot, Level und Freischaltquatsch, der die Identität von Ghost Recon völlig verwässert. Breakpoint erweckt den Eindruck, dass es bei der Entwicklung weniger darum ging, wie man das bestmögliche Ghost Recon entwickeln kann, sondern vielmehr um die Frage, wie kann man aus der Ghost Recon-Marke das bestmögliche Service-Game machen. Viele Neuerungen scheinen darauf ausgelegt, Spielzeit zu strecken und die Leute so lange wie möglich im Spiel zu halten. Das gesamte Spiel ist zugekleistert mit Freischaltspiralen, einem Battle Pass für Fraktionsbelohnungen, Skins, Outfits, Emblemen, Skillbäumen. Ihr levelt eure Klasse, euren Charakter, eure Waffe, euren Fraktionsrang und nichts davon funktioniert wirklich motivierend. Im Zentrum der gesamten Open-World-Erkundung steht die Jagd nach Beute. Ihr findet am laufenden Band neue Waffen, Hosen, Mützen, Westen, Handschuhe und rein kosmetische Tarnungen. Ubisoft ignoriert hier die Verbesserungen, die sie selbst an ihrer eigenen Open-World-Formel in den vergangenen Jahren vorgenommen haben. Wo Assassin's Creed Odyssey sich bemüht hat, hinter jedem Fragezeichen auf der Welt zumindest irgendeine Art von Herausforderung, Geschichte oder Quest zu verbergen, stoßt ihr beim Erkunden der fiktiven Insel Auroa in der Mehrheit der Fälle auf eine Hütte im Wald, in der eine Truhe steht. Keine Feinde, kein Gameplay, keine interessanten Infos zur Welt.
So entwickelt Aurora keine Persönlichkeit. Die Straßen bleiben weitgehend menschenleer. Und wo sich andere Welten wie Kyrat aus Far Cry 4 oder Los Santos aus GTA 5 an realen, spannenden Vorbildern orientieren und mir als Spieler ein klares Bild der örtlichen Kultur vermitteln, wirkt Aurora blass und unspektakulär. Es gibt zwar eine Hintergrundgeschichte der Welt, die bis in die Kolonialzeit zurückreicht, das Spiel transportiert sie aber viel zu selten. Die Leute auf der Insel sind entweder Mitarbeiter von Skelltech oder Selbstversorger, die keinerlei spannende Dynamik entwickeln. Die Welt bleibt leblos. Eine der größten Stärken von Wildlands war das Szenario. Mitten im bolivianischen Drogenkrieg zwischen Rebellen, korrupten Militärs und Sicarios für Ordnung kämpfen. Das mag inhaltlich flach bleiben, aber als Spec-Ops-Fantasie taugt diese Kulisse hervorragend. Aurora erzählt als Szenario im Vergleich keine spannende Geschichte, aber immerhin sieht die Natur klasse aus. Und jetzt reden wir mal über Loot. Die Jagd nach neuer Beute macht nur dann Spaß, wenn dieser Loot auch was bringt. In anderen Loot-Shootern oder Action-Rollenspielen halten Feinde unheimlich viele Treffer aus. Und umso motivierter suchen wir uns einen optimalen Ausrüstungsbild zusammen, der selbst die dicksten Brocken dank irgendeiner 15-plus-Feuer-Special-Skillung in Windeseile auf die Bretter schickt. Ghost Recon Breakpoint fehlt diese Komplexität. Theoretisch haben Waffen und Klamotten zwar Statuswerte, aber die bringen nur selten was. Im Kern muss Ghost Recon für die Fans nämlich ein Shooter bleiben. Kopfschüsse auf Soldaten sind also immer tödlich, denn sonst fiele der ganze Realismusanspruch ja vollends über die Reling. In der Folge fühlt sich dann jedoch die popelige Startsniper genauso tödlich an wie die legendäre Super-Duper-Variante. Das ist wenig motivierend. Und das wissen auch die Entwickler. Um diesem Loot-System also irgendeine Berechtigung zu verschaffen, gibt es neben Soldaten einen anderen großen Gegnertypen: die Drohnen. Fliegende Roboter, fahrende Roboter, stationäre Roboter, diese Maschinen findet man in jeder größeren Basis und sie schlucken Kugeln. Viele, viele Kugeln. Die Drohnen von Ghost Recon Breakpoint spielen einerseits zu selten eine Rolle, um das ganze Loot-System wirklich motivierend zu machen. Andererseits stören sie oft genug meine Spec-Ops-Einsätze, um mir furchtbar auf den Keks zu gehen. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich kaufe mir kein Ghost Recon, um 3 Magazine auf einen Roboter zu verschießen. Dabei können Panzer und Artillerie theoretisch wirklich spannende Spielelemente sein, wie damals in Ghost Recon Advanced Warfighter. Wenn dort ein Panzer über den Plaza rollte, musste man wirklich umdenken, wurde taktisch herausgefordert. Im Breakpoint existieren sie nur, um als Kugelschwämme dem Loot Grind eine Berechtigung zu verschaffen. Eine verschenkte Chance. Was die abseits der Nervdrohnen eigentlich gelungenen Infiltrationen zusätzlich noch plagt, ist die doofe KI. Schon in Wildlands gehörten die Sicarios nicht zu den hellsten Kerzen auf dem Leuchter, aber zumindest verstanden es die Gegner, uns für Fehler zu bestrafen und wirklich Druck aufzubauen. In Breakpoint stehen selbst auf dem höchsten der 4 Schwierigkeitsgrade feindliche Spezialeinheiten immer mal blöd in der Landschaft rum, während wir nebenan ihre Kollegen um die Ecke bringen. In Innenräumen finden sie ihren Weg überhaupt nicht. Wer in einem kleinen Räumchen auf den Boden schießt, kann die feindlichen Horden draußen Mann für Mann vor die eigene Flinte locken und ausknipsen. Eieiei. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich war in einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Leider gilt auch für die Story, dass Breakpoint seine tollen Ansätze nicht aufgreift. Die eigentlich spannende Ausgangssituation zerfasert sich nach dem Prolog in belanglose Botengänge. Ständig müsst ihr für irgendwelche lahm geschriebenen, aber immerhin gut vertonten Leute Stationen sabotieren, Leute retten, Schalter drücken. Die ganze anfängliche Dramaturgie rund um Walker und unsere Hauptfigur Nomad verliert sich in Nichtigkeiten. Außerdem stießen wir beim Durchspielen auf einen Plot-Stopper-Bug, konnten folglich einen Strang der Hauptgeschichte gar nicht durchspielen. Und das sind nicht die einzigen Bugs, die Ghost Recon Breakpoint plagen. Auch technisch hätte dem Spiel noch ein bisschen mehr Feintuning wirklich gut getan. Glücklicherweise lässt sich in puncto Plotstopper-Bug der Endgegner ab einem gewissen Level auch dann herausfordern, wenn wir nicht alle Hauptmissionen beendet haben. Das verrät viel über die dramaturgische Dichte der Breakpoint-Kampagne. Im Endgame ändert sich übrigens am grundlegenden Gameplay nichts. Ihr klappert weiter, Basis für Basis die Spielwelt ab, erledigt immer die gleichen Gegner, sprengt hier und da mal eine Drohne, sammelt neue Waffen, Hosen, Westen, Hüte und steigt im Gearscore auf. Einige optionale Neben- und Fraktionsmissionen benötigen sehr starke Ausrüstung, fühlen sich spielmechanisch allerdings an wie jeder andere Auftrag. Generell lässt das Missionsdesign zu wünschen übrig. Die meisten Missionen schicken euch bloß in eine Basis, um irgendwelche Infos zu ergattern. Ausnahmen gibt's ab und an allerdings.
Hier fliehen wir beispielsweise vor Helikoptern in einem Boot. Allerdings sind die eh zu langsam für unser Boot, also drücken wir aufs Gas und düsen davon. Spielmechanisch ist das ziemlich belanglos. Ubisoft will nach Release diverse Raids liefern. Bis dato fehlt dem Spiel eine motivierende Endgame-Herausforderung, wie etwa die Black Tusk bei The Division 2. Die verfügbaren Skillpunkte in der Welt reichen übrigens, um jede Fähigkeit im Spiel zu erlernen. Allerdings dürft ihr auf Stufe 20 von 30 ohnehin schon jeden Skill besitzen, den ihr im Spiel braucht. Der Fertigkeitsbaum glänzt nicht unbedingt mit spannenden Talenten. Hier ein geringerer Cooldown, dort ein Boost auf Ausdauer. Nützliche Gadgets wie die Lötfackel zum Öffnen von Zäunen gehören zu den wenigen sehr coolen Ausnahmen. Wer ein Päuschen vom Kampf gegen die sturköpfigen KI-Gegner braucht, springt alternativ in den PvP-Multiplayer. Dort treten 4 Ghosts gegen 4 Kontrahenten an. In seinen besten Momenten entfaltet dieser Ghost War ein wirklich einzigartiges Potenzial. Die Maps fallen sehr groß aus, Schüsse sind äußerst tödlich, Feinde gut versteckt. Wer wie in Call of Duty plump ballernd durch die Landschaft rennt, verliert in Sekundenschnelle. Gehen wir hingegen taktisch vor, tarnen uns gemeinsam mit den Kollegen, planen Zangen- und Ablenkungsmanöver, dann gelingt bisweilen ein grandioser Sieg. Im PvP von Ghost Recon triumphiert Strategie über Schussgeschick. Das galt schon bei Wildlands, allerdings blockiert sich Nachfolger Breakpoint auch hier durch fragwürdige Designentscheidungen selbst. Da die Teams anders als früher beispielsweise zu Beginn keine Drohne im Gepäck haben, fehlen wirksame Utensilien, um die Feinde aus ihrem Versteck zu scheuchen. Das führt in der Mehrheit der Gefechte zu üblem Campingverhalten. Beide Teams verschanzen sich mit Snipergewehr im Gebüsch, jeder wartet auf den Fehler der anderen Squads. Am Ende scheucht uns zwar wie im Battle Royale ein immer kleiner werdender Kampfbereich näher zusammen, doch bis dahin herrscht in den Breakpoint-PvP-Gefechten häufig mehr Langeweile als bei Wildlands. Auch hier verschenkt das Spiel sein volles Potenzial. Und zu schlechter Letzt reden wir noch über ein paar Kleinigkeiten. Breakpoint hat viele sperrige Systeme, deren Sinn sich uns einfach nicht erschließt. Warum muss man beispielsweise Rätsel im Menü durch manuelles Klicken lösen und dafür werden sogar Zwischensequenzen unterbrochen? Warum muss ich jedes Ausrüstungsteil einzeln zerlegen? Wieso lassen sich gefundene Waffen nicht mit schnellem Tastendruck ohne Menüwechsel ausrüsten? Noch schwieriger gestaltet sich das Vorankommen in der Spielwelt. In Wildlands musste man, um einen Helikopter zu rufen, einfach das Auswahlrad öffnen und einen Klick tätigen. Ich bin der Pilot. Im Breakpoint müsst ihr einen Schnellreisepunkt auf der Map finden, dort hin teleportieren, in einer langatmigen Sequenz ein Zelt aufschlagen, in das Werkstattmenü wechseln, dort den Hubschrauber auswählen, wieder zurück ins Lagermenü springen und dann auf Lager verlassen klicken. Und dann nochmal auf Lager jetzt verlassen. Im Anschluss findet ihr irgendwo in der Nähe eures Zelts einen Helikopter. Solche Bedienungsprobleme und Komfortmängel findet man im Spiel zuhauf. Dass Breakpoint den Weg zum Helikopter so umständlich gestaltet, ist kein Zufall. In seinem Kern wollte das Spiel ein härteres, realistischeres Wildlands sein und das wäre auch eine super Idee gewesen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Und das nicht nur, weil wir uns im riesigen Shop, wahlweise auch für echtes Geld, Sportwagen und Kampfhubschrauber jederzeit kaufen und am Lagerplatz spawnen lassen können. Oder weil in der eigenen Basis Dutzende andere Ghosts rumlaufen, um in diesem Destiny-ähnlichen Social Hub ihre Skins und Emotes zu präsentieren. Ubisoft hat zwar unmittelbar zum Release die Möglichkeit entfernt, Skillpunkte und Timesaver zu kaufen, aber trotzdem hinterlässt der Ingame-Shop keinen guten Eindruck. Manche Leute haben 120 Euro für Breakpoints Premium-Edition ausgegeben und dann landet trotzdem quasi jeder Aspekt des Spiels, Waffen, Skins, Fahrzeuge und, hinter einer optionalen Paywall. Ja, man kann diesen Shop getrost ignorieren und sich viele Items daraus selbst erspielen, aber ich kann verstehen, dass die Community den Entwicklern diesen Schachzug bei einem Spiel übelnimmt, das ansonsten so viele Probleme hat und die Spielzeit künstlich streckt. Breakpoint gelingt es einfach nicht, seine Identität zu finden. Es wechselt permanent zwischen RPG-Shooter, Freischaltorgie und irgendwo auch Wildlands-DNA hin und her und macht nichts davon sonderlich gut. Ubisoft will in Zukunft mit Updates und neuen Inhalten an Ghost Recon Breakpoint weiterarbeiten. Beim Vorgänger Wildlands ging diese Rechnung vollends auf. Das Spiel wurde über die Jahre deutlich, deutlich besser. Ob sich dieses Kunststück wiederholen lässt oder die Probleme von Breakpoint zu tief für jeden Patch reichen, muss sich allerdings erst zeigen. Bis dahin empfehlen wir das Spiel wirklich nur Leuten, die richtig Bock auf dieses Kern-Gameplay, dieses Infiltrieren haben, denn da kann Breakpoint hier und da glänzen. Man muss dem Spiel aber sehr viel verzeihen können.